Löwe mit Zahnschmerzen. Damit die Raubkatze wieder kraftvoll zubeißen kann, fahren die Ärzte schwere Geschütze auf. Nicht, dass er aufwacht, das gucke ich nur. Auf die Narkose achten wir, weil Wildtiere ja sehr schnell aus der Narkose aufwachen können und so ruckartig aufwachen können. Geht es Tiger, Giraffe oder Lama schlecht, kommt sie zur Hilfe. Christina Loth ist Tierärztin im Serengeti-Park Hodenhagen. Ihre Patienten etwa 300 verschiedene Wildtierarten. Ihr erster Fall eine alte Kameldame. Sie leidet an Arthrose. Was passieren kann, ist, dass es natürlich wegrennt. Also in der Regel spucken die oder gehen weg. Die können auch treten, hat es noch nie gemacht, wird es heute auch nicht machen. Hab was mitgebracht. Mit Leckerlis lenkt Christina das Trampeltier ab. Eine Spritze in den Allerwertesten soll helfen, dass der Gelenkverschleiß nicht schlimmer wird. Geht schnell vorbei. Ist nicht schlimm. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Geschafft. Doch begeistert ist die 25-jährige Kameldame nicht. Es wird feucht für Christina. Schon gut. Brauchst nicht zu spucken. Siehst du, so schlimm war es gar nicht. Nächstes Mal komme ich auch ohne Spritze, versprochen. Ein bisschen frech ist sie geworden. Ich würde auch frech werden, wenn mir einer eine Nadel morgens um 10 in den Arsch steckt. Aber dann von daher kann ich das schon verstehen. Aber wie man sieht, ich habe nicht wirklich viele Spuckefetzen im Gesicht. Ob Kamele, Affen oder Raubkatzen, Christina versorgt insgesamt um die 1500 Wildtiere. Momentan hat sie besonders viel zu tun. Dadurch, dass im Sommer erst recht alle draußen sind, sehen wir natürlich auch so gut wie alle Patienten, wenn wir einmal durchfahren. Man guckt, ob keiner lahmt, ob keiner irgendwo ein dickes Bein hat oder irgendwie seltsam aussieht, nicht aufstehen will, in der Ecke hängt. Im Serengeti-Park arbeitet Christina seit 6 Monaten. Davor war sie 3 Jahre in einer Kleintierpraxis. Die Patienten haben gewechselt. Statt Hamster versorgt sie nun Schwergewichte. Guten Morgen, Diri. Moin Olli, ich komme zum Blut abnehmen, wie jeden Morgen einmal täglich. Steht noch bereit. Steht noch bereit. Hallo Veri. Elefantendame Veri ist frisch gebackene Mutter. Regelmäßig kommt Christina zur Blutabnahme, um die Hormonwerte des 27-jährigen Dickhäuters zu kontrollieren. Kollegen halten dabei den Rüssel in Schach. Okay, läuft. Läuft, läuft, läuft. Alles gut. So ist fein. Prima. Super. Veri ist unser Schatz. Bei Veri haben wir einfach Glück. Veri ist, ich meine, so sieht man super lieb. Wir dürfen hier einfach stehen bleiben, ohne dass was passiert. Veri ist topfit. Und auch ihrem Nachwuchs geht es blendend. Anders sieht es da bei den Wildkatzen aus. Löwe Tommy hat Zahnweh und braucht eine Wurzelbehandlung. Um die gefährliche Raubkatze ruhig zu stellen, bereitet Christina die Betäubung mit einem Pfeil vor. Wichtig ist nur vorher zu checken, dass die Pfeile auch in Ordnung sind. Gerade da, wo jetzt wirklich der Schuss auch sitzen sollte. Und ja, ziehen die Narkose auf und dann ist erstmal 10 Minuten Ruhe und hoffen, dass er einschläft, wie er soll. Auf einen Zahnarztbesuch und den Bohrer hat Tommy scheinbar keine Lust. Doch was sein muss, muss sein. Christina setzt zum ersten Schuss an. Volltreffer. Insgesamt hat Christina 3 Betäubungspfeile abgefeuert. Nach 20 Minuten schläft Tommy tief und fest. Aus der wilden Raubkatze ist eine sanfte Miezekatze geworden. Ganz locker lassen, ganz locker. Ganz locker lassen. Geh du mal da rum, ich setze mich hier auf den rauf. Ich bin ganz begeistert, ich gehe jetzt raus. So. Pfleger hatten bei Tommy eine Entzündung am Kiefer entdeckt. Der Grund, abgestorbenes Zahngewebe. Um das zu entfernen, hiefen Christina und ihre Kollegen die 250 Kilo schwere Raubkatze auf einen OP-Tisch. Da mir links, ja, durch. Okay, elastische Binde. Tommy, du bist viel größer, als wir dachten. Die OP beginnt. Zahnspezialist Bernhard Lazarz macht sich mit schwerem Gerät ans Werk. Christina wacht über die Narkose. Alles gut? Nimm nicht, dass er aufwacht, das gucke ich nur. Der wacht nicht auf, das hast du. Ja, aber wenn, dann wacht er auch nur einmal auf bei dir, ne? Auf die Narkose achten wir vor allem deswegen, weil die Wildtiere ja sehr schnell aus der Narkose aufwachen können und so ruckartig aufwachen können. Und da jetzt gerade nun ausgerechnet beim Löwen mit dem Riesengebiss da vorne jemand noch hantiert können, geht das gar nicht. Damit Tommy nicht plötzlich aufwacht, wird alle 10 Minuten das Betäubungsmittel aufgefrischt. 4 Stunden braucht Bernhard Lazarz, um den kaputten Zahn zu reparieren. Es ist leider so, dass bei diesen Wildtieren das erst sehr spät bekannt wird, nicht, wenn, weil die ja lange Zeit weiter fressen, auch wenn sie Zahnschmerzen haben. Tommy hat den Eingriff gut überstanden. Wildtierärztin Christina führt eine letzte Kontrolle durch. Das hier ist der Zahn, der ursprünglich kaputt war. Hier oben sieht man,
diese Kunststofffüllung, die drauf ist. Darunter ist überall Zement, was ungefähr bis hierhin in den Kiefer reingespritzt wurde, um es zu verteilen, wenn man ihn schon anfasst. Jetzt wird er langsam wach, also gehen wir jetzt raus und ich gebe ihm das Gegenmittel. Nach 5 Minuten wacht Tommy langsam aus dem Narkosetiefschlaf auf. Tommy, ja, super. Das, was man jetzt hier nicht unterschätzen darf, ist, das sieht ja so aus, als wacht er so ganz langsam und zäh und gemütlich auf. Aber ab dem Moment sind die Reflexe alle wieder da. Also wenn ich da jetzt reingehe, dann selbst schuld. Täglich hat es Christina mit wilden Tieren zu tun. Täglich ist höchste Vorsicht geboten. Bisher ist der 30-Jährigen nichts passiert. Meine Familie freut sich sehr, wenn ich dann nach so einem Tag dann durch die Tür komme und als erstes lächle und alles noch dran ist, dann sind sie sehr, sehr glücklich, aber sehen auch jeden Tag das Leuchten und wissen, warum ich das gerne mache. Für Christina war es die erste Zahn-OP bei einem Löwen. Tommy ist inzwischen wieder auf den Beinen. In ein paar Stunden kann er dann auch wieder ohne Schmerzen kraftvoll zubeißen.